Ich erlebe, dass seit einiger Zeit, dass deutsche Unternehmen zu mir und zu uns kommen und zum ersten Mal besorgt fragen, wie ist das eigentlich mit der Rechtsstaatlichkeit in Polen in Zukunft. Ich bin Arndt Freitag von Loringhoven, deutscher Botschafter in Polen seit September 2020. Aus unserer Sicht ist Rechtsstaatlichkeit in der EU die Grundvoraussetzung für den Schutz unserer gemeinsamen Werte, aber auch für das Funktionieren der EU. Herr Botschafter, Sie haben schon über die Vertrauen in nicht nur Gerichte, aber über die Vertrauen gesprochen. Ist die Botschaft bereit und in der Lage, Raum für Kontakte zwischen polnischen und deutschen Unternehmen zu schaffen? Aber heute sind wir alle Teil der Programme Fit for 55, etwa in der Europäischen Union, sind alle dem Kampf gegen den Klimawandel verpflichtet. Und man sieht ja auch in Polen, wie stark jetzt das Bemühen ist, sich umzustellen, aus der Kohle auszusteigen und sich auch in Richtung Windenergie, erneuerbare Energien, Photovoltaik und so weiter zu öffnen. Und hier sehe ich teilweise sehr bedeutende Chancen für Kooperation. Die Vertragsparteien streben die Schaffung eines Europas an, in dem die Menschenrechte und Grundfreiheiten geachtet werden und die Grenzen ihren trennenden Charakter auch dadurch verlieren, dass wirtschaftliche und soziale Unterschiede überwunden werden. Seit 1991, vor 30 Jahren, als der deutsch-polnische Nachbarschafts- und Freundschaftsvertrag unterzeichnet wurde, war ich auf meinem ersten diplomatischen Posten in Paris. Und damals trieben mich zwei Dinge um. Einmal die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze durch Deutschland, die der damalige Außenminister schon frühzeitig gefordert hatte, und die Gründung des Weimarer Dreieckes, ebenfalls im gleichen Jahr 1991. Wenn Polen jetzt schon diese EU-Verträge in Frage stellt oder ganz grundsätzliche Punkte von diesen Verträgen in Frage stellt und wir blicken auf diesen Vertrag, der heute Ausgangspunkt unseres Treffens ist, Welche Bedeutung haben denn noch solche Verträge, wenn der Grund-EU-Vertrag jetzt in Frage gestellt wird? Also wir gehen natürlich davon aus, dass Verträge ihre Gültigkeit behalten und das gilt genauso für die EU-Verträge wie für die bilateralen Verträge. Macht es Ihnen denn Spaß? Mir macht es totalen Spaß. Ich finde, ich lerne so spannende, fantastische, engagierte Menschen hier kennen. Allein diese menschlichen Dimensionen ist sensationell.